Lausche. Hallo liebe Erzählfreaks und willkommen zu diesem Video. Und ich mach's diesmal kurz. Ihr wisst, was drin ist. Steht im Titel. Ich pack's aus. So. So, und jetzt ist der Karton noch auf. Kam ein bisschen überbelichtet, aber ich denke, jetzt sollte es wieder gehen. Ja, naja, ist halt ein bisschen hell hier. Also, Füllmaterial. Fangen wir mal mit der etwas langweiligeren an. So. Ja. Artex, wenn das richtig ausgesprochen ist, Soft Gaming Mousepad. Oh, das fühlt sich schön an. Es war nämlich gratis dabei. Es war so eine Aktion von Amazon, dass die gratis dabei sind. Diese Mousepads, wenn man eine von den Aktionsmäusen bestellt. Und das ist eins davon. Ah, hier ist es auch schon. Sieht aus wie so eine Yogamatte zum Mitnehmen. Hui, das ist ziemlich groß. Aber schön. Okay, packen wir das mal aus. Okay, es ist rutschfest. Fühlt sich schön an. Ist schön groß. Ja. Lässt sich sehen. Lege ich das mal hier hinten hin. Und jetzt kommen wir zum eigentlichen Star. Ja, hier. Da ist er, die Speedling Decius, wie man es auch immer aussprechen möchte. Limited Edition. Es gibt nämlich noch keinen Deutschen, der die Limited Edition ausgepackt bzw. reviewed hat. Und USB 3.0, vergoldeter Anschluss. Funktioniert mit allen Windows. Und es ist halt die Limited Edition, das heißt, die ist komplett schwarz. Dann sind die Tasten rot und ich finde, die sieht einfach geiler aus. Also mir gefällt sie lieber. Ja, auch mit Software, Preis-Leistungs-Tipp, bla bla bla. Können wir mal aufmachen. Hier sehen wir die Software. Man das einstellen kann, Farbe und so. Ja, hier unten steht es auch nochmal. Six Color. Oh, und hier ist die Maus. Boah, sieht die geil aus, so schwarz-matt, Alter. So, machen wir das Ganze mal auf. So. Mal ein bisschen andere Kameraperspektive. Oh, hier ist es noch gar nicht. Alles klar. Hätte ich mir sparen können. Egal. So, jetzt. Oh, Feuchtigkeitsschutz. Oh. Weg. Quick Install Guide, weg. Treiber-CD, nochmal hier lassen. Und hier ist das schöne Stück mit einem geflochtenen Stoffkabel. Das mag ich immer richtig gerne, das hat mein Headset auch. Hier, da sieht man es. Sieht ganz geil aus. Ist ziemlich groß. Ich habe aber auch ziemlich große Hände. Und das hier verpackt. Achso, das ist festgepackt. Jetzt kann man es dann aufreißen. Und endlich. Okay, hier. Vergoldeter Anschluss. Na komm schon. Mama scharf. Ah, jetzt endlich. Gut. Bringt doch immer was. Schön Speedlink-Logo. Ja, halt hier dieses Kabel. Und hier die geile Maus. Ist ein bisschen beschlagen, weil es ziemlich kalt ist hier oben. Aber die hat auch schon ordentliches Eigengewicht. Boah, ist die Arme, ist die bequem. Hier. Alle Finger haben Platz.
Boah. Wackelt nichts. Perfekter Druckpunkt. Mausrad super. Boah. Also vom ersten Eindruck schon mal die geilste Maus, die ich bis jetzt gesehen habe. Also nichts gegen diese Red Cat da. Aber ganz ehrlich, ich finde die ein bisschen unnötig. So viel Geld für eine Maus auszugeben, obwohl es die hier für 44 Euro vollkommen ausreicht, mehr als ausreichend ist. Bisher habe ich mit einer Hama Knallbunt Series 2.0 gespielt. Ist auch ganz geil. Aber was mich bei der stört, die hat halt hier für den kleinen Finger keine Ablage und der bamselt dann hier immer so rum. Und dann ohne richtig geiles Mauspad ist es auch irgendwie scheiße. Und hier ist das halt echt perfekt gelöst. Auch für meine großen Hände. Das sieht man schon. Ich bin hier schon am Anschlag. Guckt mal hier. Ja, aber trotzdem. Super. Kann ich gar nichts beanstanden. Richtig geil. Und die leuchtet ja auch noch. Und das würde ich sagen, zeige ich euch jetzt. Ja, und da sind wir jetzt wieder. Und hier ist jetzt schon mal die Maus. Ich habe sie schon mal angeschlossen und den Treiber installiert. Und ich würde sagen, die Software dazu, die gucken wir uns jetzt mal an. So, ich benutze die Maus jetzt auch. So. Doppelklick. Und da ist das Ganze. Ist ein bisschen klein, ich zoome mal ran. Gut. Ja, und hier können wir jetzt ein paar Sachen einstellen. Ist eigentlich alles selbsterklärend, wenn man zum Beispiel jetzt hier diese Taste belegen möchte. Also auf der Maus hier diese. Die ist dann hier auch so angezeigt. Diese hier, Taste 6 ist es in dem Falle, dann drückt man einfach da drauf. Kann sich dann hier auswählen, was man halt darauf haben möchte. Jetzt keine Ahnung, die Feuertaste, Rechtsklick, Linksklick, Treibermenü öffnen und sowas halt, DPI erhöhen. Oder alles mögliche. Ich kann es halt alles machen. Ist eigentlich selbsterklärend. Aber was ich jetzt nochmal zeigen will, ich mache jetzt hier zum Beispiel mal, es gibt halt hier Profile. 1, 2, 3, 4, 5. Und wie man hier in den Farben sieht, habe ich mir schon mal ein paar Profile eingerichtet, die so für mich halt ganz gut sind. Es ist jetzt eigentlich alles ganz selbsterklärend, wenn ich zum Beispiel jetzt mal hier auf Leuchten stelle, also Dauerleuchten, und dann Volcano Red und einfach mal übernehmen mache. Und schon leuchtet die Maus in diesem Rot die ganze Zeit. Ja, ist eigentlich ganz simpel hier vorne. Diese Farbe, die ändert sich, indem man die Profile durchschaltet. Hier. Jedes Profil hat halt seine Farbe am Mausrad. Ja, ist eigentlich ganz selbsterklärend. Das brauche ich jetzt nicht erklären. Und ja, dann machen wir das Ganze mal zu. Und jetzt zeige ich euch mal so ein paar Farbmodis, die mir ganz gut gefallen. Und tschüss. Das war's für dieses Video. Bis zum nächsten Mal. Ja, und jetzt nochmal ein ganz kurzes Fazit. Bevor jetzt nochmal die ganzen Farbdurchläufe kommen. Ich finde das Ding schon mal grundsätzlich echt klasse. Super bequem. Und halt es gibt halt hier diese eine Taste hier vorne. Wenn man die gedrückt hält, simuliert der 100 Klicks in der Sekunde auf der linken Maustaste. Das ist schon krass. Also wenn ich so gedrückt halte, sind das 100 Klicks in der Sekunde, die er weitergibt. Das ist schon echt nicht schlecht. Und Mauspad ist auch bis jetzt echt super. Kann ich gar nichts bemängeln. Schön angenehm, schön groß. Super Maus, super Mauspad. Beides sehr zu empfehlen. Beides in der Videobeschreibung. Und jetzt kommt es zu meinen Lieblingsfarbkombinationen. Und tschüss.